Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich zu meinem Vortrag Arduino in der Robotik begrüßen. Zu meinem beruflichen Werdegang hat der Herr Imgrund ja bereits das Wesentliche gesagt. Ich habe unmittelbar nach meinem Studium die Firma Elix Robotics gegründet. Diese beschäftigt sich mit der Entwicklung und dann der Produktion und dem Verkauf von Arduino Shields. Was es ist, werden wir später noch hören. Ich bin auch Projektbetreuer an meiner ehemaligen Fachhochschule, wo ich Robotikprojekte betreue, konkret ein Projekt, bei dem es eine Teilnahme an einem Rettungsroboterbewerb, dem RoboCup Rescue in Magdeburg geht. Da waren wir vor 2 Jahren auch dabei. Und das sind aber eigentlich so mehr oder weniger meine Hobbys. Sage ich mal, mein Brot verdiene ich eigentlich hauptsächlich als Embedded Software Developer bei der Firma DS Automotion. Die Firma DS Automotion sitzt in Linz. Ich bin ebenfalls aus Linz, der Gegend. Und die Firma DS Automotion, die vertreibt fahrlose Transportfahrzeuge. Im Prinzip Roboter, die im Logistikbereich Waren von A nach B verbringen. Ja, der Titel meines Vortrages lautet die Arduino in der Robotik und am allerliebsten spreche ich über Roboter. Und ich habe mir gedacht, ich fange jetzt mal damit an, ein paar der von mir im Laufe der Jahre gebauten Roboter vorzustellen. Der erste Roboter, den ich jemals gebaut habe, der auch die Bezeichnung Roboter verdient, das war der Mini-Sumo-Roboter Sergeant Pain. Der Sergeant Pain, mit dem habe ich an der Robot Challenge 2011 teilgenommen in Wien. Und zwar ist es ein Bewerb, der eigentlich recht international ausgerichtet ist. Da kommen die Teams teilweise aus Kanada und Mexiko nach Wien jedes Jahr. Im Gegenzug werden dafür Deutschland und Österreich immer weniger, weil das Klima sehr kompetitiv ist. Ja. Die Mexikaner, die werden gesponsert, das sind Universitätsprojekte, die machen es ein ganzes Jahr, die haben natürlich auch einen Druck, Erfolg zu generieren. Die Deutschen und Österreicher sind eher Hobbyisten und Bastler meistens. Und naja, entsprechend ist dann der Erfolg mäßig. Meiner war übrigens auch mäßig. Ja. Ich habe da so irgendwo in den mittleren Rängen einen Platz erreicht. Ich glaube, in der Mini-Sumo-Robot-Kategorie, in der auch Sergeant Pain anzusiedeln ist, das ist 500 Gramm maximal, da waren damals ungefähr 70, 80 Roboter als Teilnehmer und ich wurde irgendwo auf Platz 40. Ich habe dann das Thema aus Ernüchterung ein paar Jahre rumlassen und habe mir gedacht, 2014 will ich es nochmal wissen, kann ich es besser bauen. Habe dann aus allen Fehlern, die ich gemacht habe, versucht zu lernen und alle die Schwachstellen von Sergeant Pain, einem neuen Roboter, nicht mehr einzubauen, sage ich mal. Was ich nicht bedacht hatte, die Konkurrenz sind 3 Jahren natürlich auch entsprechend besser geworden. Und so war mir auch bei Evolution jetzt eher ein mäßiges Ergebnis vergönnt, sage ich mal. Und ja, ich hab im Moment einen dritten Mini-Sumo-Roboter ein wenig am Bauen. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich mir das noch einmal antue, weil es macht auch keinen Spaß, wenn man nur verliert. Ich habe dann mich umgesehen, was gibt es noch, und bin auf die Schaukampfrobotik gestoßen. Mein erster Schaukampfroboter, der auch da in der Mitte jetzt steht, war der Featherweight Schnauzer. Featherweight bezeichnet dabei die Gewichtsklasse des Roboters. Und zwar bedeutet das konkret, dass der Roboter maximal 13,6 Kilogramm schwer sein darf. Mit diesem Featherweight habe ich dann bei den Mad Metal Machines Volume 19 in Bochum den ersten Platz gemacht. Und 2015 auch den Gesamtsieg im europäischen Robot Combat Cup geholt. Dachte ich mir, Schnauzer ist zu alleine, ich baue mir einen zweiten Featherweight dazu, habe dann Steroid entwickelt. Steroid hätte in allen Belangen eine Verbesserung von Schnauzer sein sollen, so ähnlich wie Evolution bei Sergeant Pain. Nur habe ich mich da ein wenig, übertrieben, ich habe es verschlimmbessert, das Design eigentlich. Und Steroid war im Endeffekt leidet unter zahlreichen Kinderkrankheiten und bleibt eigentlich hinter den Leistungen von Schnauzer zurück. Im Moment habe ich ihn Steroid kannibalisiert und die besseren Komponenten von Steroid sind in der aktuellsten Version von Schnauzer verbaut. Ja, dann ein wenig komplexer Roboter im Rahmen meines Masterarbeitsprojekts an der FH Hagenberg in Oberösterreich. Da habe ich einen rostbasierten Slam-Demonstrator namens Beauty Queen gebaut. Vielleicht von jemandem auf der Make Munich war, hat er ihn dort gesehen. War jemand dort? Keiner. Aber der Herr Henrik Klackers war dort und da hat er ihn gesehen und dann hat er mich für das Event rekrutiert. aktuell ein bisschen Hobby von mir, Laufrobotik, die Fachhochschule Hagenberg macht sehr viel in dem Bereich. Die hat auch früher einen Schülercontest im Bereich Hexabot ausgerichtet und ich passe im Moment, soweit es meine Zeit zulässt, auch ein bisschen eine eigene Hexabot-Version. Ich habe Ihnen jetzt da 6 verschiedene Roboter präsentiert, kurz vorgestellt, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Und obwohl diese Roboter alle sehr unterschiedlich sind, ist ihnen doch eines gemeinsam.
In jedem dieser Roboter wird in der einen oder anderen Art und Weise Arduino oder Arduino-ähnliche Technologie eingesetzt. Bevor ich jetzt im Detail darauf zu sprechen komme, wie es in den Robotern integriert wurde, möchte ich jedoch zuerst einmal einen kurzen Ausflug in die Geschichte des Arduinos machen und vorstellen, worum es dabei überhaupt geht. Die Anfänge. Ganz gemeinhin gelten Massimo Banzi und David Curzeles als die Erfinder des Arduino. Ja, sie haben es im Jahr 2005 erfunden, unter Anführungszeichen. Es gab noch weitere Teammitglieder, die auch zu nennen sind, aber die wichtigsten waren auf jeden Fall Massimo Banzi und der David Curzeles. Und zwar der Hintergrund zur Geschichte: Der Massimo Banzi war damals Associate Professor am Interaction Design Institute Ivrea in Italien und er war dort für die Physical Computing Projekte verantwortlich. Physical Computing, wenn man auf Wikipedia schaut, ist die folgende Definition zu finden. Physical Computing bezeichnet ein aus Hard- und Softwarekomponenten bestehendes System, welches mit der analogen Welt interagiert. Das ist ziemlich schwammig und lässt sich nur dadurch erklären, dass Physical Computing ein Begriff ist, der so ein bisschen von der DIY und von der künstlerischen Szene geprägt wurde. Im Prinzip hat jeder von uns, ist alles ein Physical Computing System. Unser Handy, die Waschmaschine, der Mikroofen, überall drücken wir Knöpfe, es ist ein Mikroprozessor drinnen und das tut man entsprechend irgendwas. Ja, bis 2005 hatten sie im Interaction Design Institute natürlich auch eine Plattform für ihre Projekte und das war die Basic Stamp. Und ich habe da ein Foto von der Basic Stamp abgebildet, das war im Prinzip ein PIC-basiertes Mikroprozessor-Board und es hatte einen Basic-Interpreter am Mikrocontroller selbst laufen. Nachteil, zum damaligen Zeitpunkt war die Basic Stamp vergleichsweise teuer, also hat ca. 100 US-Dollar gekostet. Und dadurch, dass der Programmcode im Mikrocontroller selbst implementiert wurde, hat sich die Rechenleistung für alle Aufgaben nicht immer ausgereicht. Und der Massimo Banzi war anscheinend so frustriert mit diesen Einschränkungen, dass er sich beschlossen hat, was Neues zu bauen. Und die Konsequenz war dann die Entwicklung der aus Hard- und Softwarekomponenten bestehenden Arduino-Plattform. Und diese harten Softwarekomponenten möchten wir jetzt kurz anschauen. Kommen wir zur Hardware-Komponente. Die Hardware der Arduino-Plattform, das sind in den meisten Fällen sind kostengünstige Mikrocontroller-Boards, in denen meistens 8-Bit-Atmel-Prozessoren verbaut werden. Die IOs werden dabei auf Buchsenleisten herausgeführt. Ja, das sieht man hier, werden auf Buchsenleisten herausgeführt und es ermöglicht einen vergleichsweise einfachen Anschluss von Sensoren und Aktoren. Der Schaltplan und das Layout für die Arduino-Boards, die werden alle unter einer permissiven Hardware-Lizenz freigegeben, und zwar die Creative Commons Attribution Share-Alike-Lizenz. Diese Lizenz erlaubt es im Wesentlichen, dass jeder auf einem Arduino-Board aufbauen, sein eigenes Design bauen kann und dann auch wieder so verkaufen kann. Das Arbeitspferd der Arduinos, Arbeitspferd in dem Sinne, dass es die meistverbreitete Version ist, ist das Arduino Uno, welches auch in der Grafik zu sehen ist. Und beim Arduino Uno handelt es sich da als Mikroprozessor mit einem ATmega 328 eingesetzt und der kostet ca. 20 Euro. Es gibt noch viele weitere Arduinos, zum Beispiel die Ur-Arduinos, DJ Miller und Dur Miller Novae, die basiert noch von ATmega 168, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Dann gibt es das von ATmega 32U4 basierende Leonardo und ein weniger Exot, es gibt auch ein auf einem 32-Bit Cortex-M3 Core basierendes Arduino Due. Ich habe da drei Punkte in der Aufzählung hinzugefügt, aus einem einfachen Grund. In Wahrheit gibt es, keine Ahnung, 200, 300, 400, 500 verschiedene Arduinos. Nachdem das Ganze so erfolgreich geworden ist, sind da viele Hersteller auf den Zug aufgesprungen und es gibt wirklich eine unglaubliche Vielfalt an Arduino-Boards. Andere Hersteller haben das auch, das Konzept mit den Buchsenleisten nachgebaut, bieten denselben Formfaktor, aber haben einen anderen Mikroprozessor drauf. Zum Beispiel PIC hat da sowas im Angebot. Der andere Teil der Arduino-Gleichung ist die Softwarekomponente. Und zwar im Wesentlichen besteht die aus der kostenlosen Arduino-IDE, die sind Java programmiert und stehen unter der GNU Public License. Bei Arduino, da wird das komplexe Thema der Softwareprogrammierung durch ein Framework sehr stark vereinfacht. Und zwar gibt es ganz trivial im Prinzip nur zwei Funktionen, die anfänglich befüllt werden müssen. Und zwar gibt es eine Setup-Funktion, die wird beim Start einmalig ausgeführt und kann zum Beispiel zur Initialisierung von Hardware verwendet werden. Und es gibt eine Loop-Funktion, die kontinuierlich ausgeführt wird und wo dann das Hauptprogramm unter Anführungszeichen läuft. Ich habe da einen kleinen Codeauszug dargestellt.
In der Setup-Funktion wird der Pin-Lead-Pin als digitaler Ausgang initialisiert und danach wird in der Loop-Funktion auf diesen Pin-Schreiben zugegriffen. Sie sehen hier in diesem Code-Snippet schon etwas, was ganz stark die Stärke des Arduinos ausmacht, und zwar die eigentliche Stärke, und das ist, dass es Mikrocontroller-Bibliotheken gibt, welche den Hardware-Zugriff über abstrakte High-Level-Befehle ohne Detailkenntnisse der Mikrocontroller intern ermöglichen. Möchte ich zum Beispiel einen anderen digitalen Eingang einlesen, dann gibt es die Funktion Digital Read. Möchte ich das Ergebnis einer Analog-Digital-Konversion einlesen, dann gibt es die Funktion Analog Read. Gleichfalls gibt es für serielle Kommunikation eine Serial-Klasse und für I²C-Kommunikation eine Wire-Klasse. Ihr habt da in dem Codeauszug sieht man ein bisschen, wie so eine einfache I²C-Transaktion aussehen kann. Ich frage mal, hat schon von Ihnen wer I²C so Bare-Level in C auf einem Mikroprozessor programmiert? Ein I²C-Händler. Sie lächeln? Ja, also ich kann Ihnen sagen, es ist eine hundige Angelegenheit. Es gibt einen Interrupt, der für alle Events kommt. Dann muss man das Statusregister entsprechend auswerten. Man muss das Datenblatt aber sowas von genau lesen und dann tut der Hersteller manchmal auch nicht so gern das so genau dokumentieren, weil im Dokumentieren sind alle immer ein wenig sparsam. Also I²C händisch auszuprogrammieren für einen Mikroprozessor, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist hundig. Und da ist natürlich schon eine sehr große Stärke, wenn es bereits eine Bibliothek gibt, die das einfach abstrahiert und man einfach ganz aus High-Level-Sicht darauf zugreifen kann, ohne dass man irgendwo in das Special-Function-Register des Mikroprozessors herumwurschteln muss. Wenn man über Arduino spricht, dann muss man auch ganz klar über Arduino-Sheets sprechen. Was sind Arduino-Sheets? Das sind Erweiterungsplatinen, welche in ein Arduino eingesteckt werden und dieses dann in seiner Funktion erweitern. Es hat sich mittlerweile ein florierender Markt von Drittherstellern entwickelt, die solche Arduino-Sheets auf eigenes Risiko entwickeln und vertreiben. Einer davon ist eben meine Firma. Und es gibt viele, viele verschiedene Arduino-Sheets. Also, you dream it and es gibt es irgendwo. Ja. Ich habe da ein paar von Elix Robotics aufgelistet. Wir haben ein Motorschild, das mit leistungsdrehfähigen Infineon Halbbrückentreibern ausgestattet ist, um sehr wenig von üblichen Motorschilds abzusetzen. Wir haben Display-Shields mit Joystick, Funk-Shields, Relay-Shields und noch vieles mehr. Und wenn Sie mal schauen in die gängigen Stores, die es da in Österreich und Deutschland gibt, es gibt dann noch viel, viel mehr verschiedene Shields. Diese Shields, die werden in den meisten aller Fällen, das heißt bei Elix Robotics immer, mit quelloffenen Bibliotheken ausgeliefert, welche die direkte Funktionalität des Shields erleichtern. Ja. Man soll denken, Plug and Play. Die komplexen Sachverhalte, wie zum Beispiel die Ansteuerung eines Gleichstrommotors über Pulsweitenmodulation, werden dabei hinter einfach zu benutzenden Schnittstellen versteckt. Ich habe da die Schnittstelle des Motorsheets von Elix Robotics hineinkopiert. Wir sehen im Wesentlichen fünf Funktionen. Die Beginn-Funktion initialisiert die Library. Dann kann ich mit Set-Speed und Get-Speed die Geschwindigkeit und die Richtung vorgeben und dann wieder entsprechend zurücklesen. Also man sieht, absolut trivial. Keiner braucht sich mit beschäftigen, wie Pulsweitenmodulation funktioniert. Und wenn doch, ist der Quellcode öffentlich verfügbar. Er kann hineinschauen und selbst nachvollziehen, wie das gemacht wurde. Ganz anscheinend hat die Welt auf so etwas wie das Arduino gewartet. Das kann man ganz deutlich an der Verbreitung sehen, wie sich Arduino rasant ausgebreitet hat. 2005, da wurde die erste Auflage der Arduinos produziert, das waren 200 Stück insgesamt. 2011, da waren schon 250.000 Stück im Umlauf und 2013 habe ich eine Zahl gefunden, 700.000 Arduinos plus 700.000 Arduino-Klons, also knappe 1,4 Millionen Arduinos. Aktuellere Zahlen habe ich dann keine mehr gefunden, aber es ist davon auszugehen, dass es natürlich noch gewachsen ist. Warum Arduino-Klons da zusätzlich ausgeführt? Durch die Open-Hardware-Lizenz kann ja im Prinzip jeder sich sein eigenes Arduino-Board machen, wie ich vorher erzählt habe, und dann natürlich der offizielle Distributor, der offizielle Arduino-Hersteller keinen Überblick mehr, wie viele Arduino-Boards dann wirklich im Umlauf sind. Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Geschichte des Arduinos. Und jetzt steigen wir direkt ein, wie Arduinos oder Arduino-ähnliche Technologie in all meinen Robotern eine Rolle gespielt hat. Der erste Roboter, den ich gebaut habe, Sie erinnern sich, das war der Mini-Zoom-Roboter Sergeant Payne.
Die Aufgabe eines solchen Mini-Sumo-Roboters ist es, den gegnerischen Roboter autonom zu erfassen und dann aus einem Ring zu schieben. Da gibt es einen 1 Meter großen Ring dafür. Und wie man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann, gibt es da ein kleines Video dazu. Leicht martialisch angehaucht. Ja. Gut, ich glaube, das liefert einen ganz guten Eindruck, worum es bei Mini-Sumo-Robotik eigentlich geht. Die Herausforderung, mit der ich beim Design von Sascha Payne stand, war halt, die Sensoren und die Aktoren entsprechend mit einem Mikrocontroller zu verbinden, auszuwerten und anzusteuern. Bei den Sensoren, da waren insgesamt 7 Infrarot-Distanzsensoren von der Firma Sharp verbaut, die wurden über einen digitalen Eingang mit dem Mikrocontroller verbunden. Dann gab es einen Kippschalter, der hat das Startsignal geliefert. Sie müssen sich das so vorstellen, auf Signal des Schießrichters drücken 2 Leute den Knopf bei einem Roboter jeweils und dann gibt es einen Countdown von 5 Sekunden und danach geht die Action los. Als Aktoren, da waren 2 Gleichstromgetriebemotoren anzusteuern, jeweils über Pulsweitenmodulation. Und Sie haben ja gesehen, es gibt eine Klappe vorne, die ist immer runtergefallen am Start. Die ist aus Freiwillig runtergefallen, da war ein RC-Servo verbaut, der mit einem Arm die Klappe nach vor gedrückt hat. Der Grund, warum ich das so gemacht habe, vom Reglement her darf der Roboter am Start eine keine größere Grundfläche als 10x10 cm quasi okkupieren, aber er darf sich nach dem Start verbreitern. Und natürlich eine Rampe hat gewisse Vorteile in einem Schiebewerb. Das ist egal. Ja, ich habe dann das Ganze in den Sascha Payne so 2010-2011 entwickelt. Zu dem Zeitpunkt war Arduino schon verfügbar, aber mir persönlich noch nicht bekannt. Also ich habe auf andere Komponenten zurückgegriffen, die damals relativ populär waren in Deutschland. Und zwar gab es damals das Roboternetz Mini Control Board und das habe ich in Kombination mit dem Roboternetz RN-VN2 Dual Motor Board eingesetzt. RN, ich habe es ja schon gesagt, steht für Roboternetz. Es ist die größte deutschsprachige Community im Bereich Robotik und Elektronik. Wer von Ihnen kennt es? Jetzt bin ich schwer enttäuscht dann, weil es keiner kennt. Müssen wir uns nachher schauen einmal. Es ist jedenfalls ein relativ großes Forum, wo man sehr viele Einsteigerfragen zum Bereich Robotik geklärt findet. Und wenn man sich das RN Mini Control Board anschaut, dann sieht man Daten, die kommen einem sehr bekannt vor. Und zwar haben wir zum Beispiel Mikroprozessor, haben wir einen ATmega 168, DAOs werden auf Stiftleisten herausgeführt und man kann Platinen einstecken, die irgendwelche externen Funktionen erledigen, wie zum Beispiel die Motorsteuerung. Ja, programmiert hat man das Teil dann allerdings über einen In-System Programmer und mit den Programmiersprachen Basic oder C. Und wenn man sich das so anschaut, dann klingt das doch eh schon sehr stark nach Arduino. Ja? Und tatsächlich, das Konzept der RN Mini Control und der Arduinos ähneln sich massiv, bis auf einen Punkt. Und zwar bei Arduino gibt es diese Frameworks, denen die Detailkenntnisse der Embedded-Programmierung abnehmen. Und bei RN Mini Control gab es das nicht. Wollte man RN Mini Control einsetzen, dann musste man sich mit Embedded-Programmierung auskennen. Das hat viele Leute abgehalten. Wäre so ein Konzept bei RN Mini Control verfügbar gewesen, könnte die Welt heute anders aussehen und ich würde über RN Mini Control in der Robotik sprechen. Ja, ob es so geworden wäre, wir wissen es nicht, weil, wie gesagt, ja, die Geschichte war dann schlussendlich anders. Bei Evolution, da lag die Sachlage ein wenig anders. Ich habe da nur 5 Infrarot-Distanzsensoren eingesetzt und der Startschalter, der wurde durch ein Infrarot-Startmodul ersetzt. Sie können sich vorstellen, warum. Wenn man natürlich manuell auf den Schalter drückt, kommt es darauf an, wer schnell auf den Schalter drückt, wenn der Roboter tatsächlich startet. Und ganz gemeine Leute haben schon einen 5-Sekunden-Timer, einen 4,5-Sekunden-Timer eingebaut. Denn wer konnte beweisen tatsächlich, dass ob Drücken des Knopfes nur 4,5 statt 5 Sekunden vergangen sind? Der Mensch, der kann das nicht. Als Aktor habe ich mich entschlossen, Brushless Outrunner-Motoren einzusetzen. Das war rückblickend betrachtet ein wenig eine Schnapsidee. Aber ich wollte es ausprobieren. Ich habe mir gedacht, da habe ich mehr Power. In Wahrheit hatte ich mehr Drehzahl und dann habe ich nur mehr durchdrehende Reifen gehabt und einen neuen Gummiverbrauch. Und ich habe dann nur 2 RC-Servos anzusteuern gehabt. Und zwar sieht man da diese herabhängenden Fahnen.
Und die Idee war, dass der Roboter nach dem Start die Fahnen einfach hinunterhängt und dann der gegnerische Roboter die Fahnen statt den Roboter detektiert und falsch hinausfährt. Hat auch manchmal funktioniert, aber meistens eher nicht. Durch die Verwendung der Brushless Autorunner-Motoren bin ich natürlich vor neuen Herausforderungen gestanden. Und zwar reicht einfach ein Mikrocontroller nicht mehr, um alle Sensoren und die Motoren anzusteuern. Ich habe stattdessen dann schon drei Mikrocontroller gebraucht. Jeweils ein Mikrocontroller, der sich um die Ansteuerung des linken oder des rechten Motors kümmert und ein Mikrocontroller, der die Sensoren auswertet und dann die Motorkontrolle entsprechend ansteuert. Ich habe dann den SAR Evolution 2014 entwickelt. Da gab es meine Firma schon, das Arduino-Konzept war mal so bestens bekannt, aber es hat ein anderes Problem gegeben. Und zwar die Abmessungen sind ja maximal 10 mal 10 cm. Und wenn man den Platz optimal ausnützt, dann kann man nicht 10 Arduinos übereinander stecken, sondern muss schauen, ob man seine eigene Platine macht, um das bestmöglich auszunutzen. Ich habe dann aber ausgehend vom Arduino-Shield-Gedanken ein ähnliches Konzept gewählt und habe ein Brainboard und ein Motorboard entwickelt, die übereinander gestapelt und miteinander verbunden sind. Auf der Grafik sieht man da das Motorboard von Evolution und beim Motorboard, ja, da wurde, habe ich mich von Arduino Uno inspirieren lassen, da habe ich da den Schaltplan hergenommen und ein wenig modifiziert, habe einen Halbbrücken dazu gebaut und ein Back Electromotive Force Filter Netzwerk, um die Kommutierung der Brushless Motoren richtig zu regeln. Und beim Brainboard ist ja nicht zu sehen, aber da habe ich mich ans Arduino Leonardo angelehnt und da gab es dann Buchsenleisten drauf, mit denen ich den Frontdistanzsensoren eingesteckt habe und das Startmodul eingesteckt habe. Und dieses Brainboard, das vom Arduino Leonardo basiert, das hat dann mit dem Motorboard über I²C kommuniziert. Die Software habe ich dann bei sowohl Motorboard als auch Brainboard als Arduino-Libraries implementiert, weil zum damaligen Zeitpunkt meine Idee war, wenn der Roboter entsprechend erfolgreich ist, einen Bausatz, einen Minisumo-Roboter-Bausatz auf Arduino zu vertreiben über meine Firma. Nachdem er dann, wie Sie sich erinnern, nur mäßig erfolgreich beschieden war, habe ich die Idee dann wieder ad acta gelegt. Kommen wir weg von den Minisumo-Robotern, kommen wir zur Schaukampfrobotik. Das Ziel bei Schaukampfrobotern ist relativ klar. Das Ziel ist, einen anderen Roboter fahrunfähig zu machen und oder in die Arena-Grube zu versenken. Und bei solchen Bewerben, da treten relativ gewaltige Kräfte und Action auf und ich habe da ein kleines Video vorbereitet, wo ich ein paar der gewalttätigsten Szenen zusammengeschnitten habe. Ja, man muss bedenken, es sind ja 13 Kilogramm, die da durch die Luft geschleudert werden. Also das Material unterliegt definitiv einem Härtetest. Und wenn da nicht alles angezogen ist und stabile Materialien verwendet werden, ja, das können Sie sich hier vorstellen, bleibt entsprechend wenig über dann. Es ist an der Stelle, ist es mir wichtig zu erwähnen, dass Schaukampfroboter keine Roboter im eigentlichen Sinne sind. Und zwar bei Schaukampfrobotern, da wird das Sense-Think-Act-Paradigma, nachdem er ursprünglich mein Roboter quasi definiert, nicht erfüllt. Ein Schaukampfroboter ist eigentlich unter Anführungszeichen nur ein leistungsfähiges, ferngesteuertes Funktionsmodell. Ganz ähnlich wie manche Leute, die bauen diese RC-Bagger und RC-Schiffe und was Gott was weiß. Die Frage ist, wie passt ein Arduino da ins Konzept hinein? Nun, es verhält sich so. Bei den Schaukampfrobotern, da sind sehr leistungsstarke Motoren eingesetzt. Und diese leistungsstarken Motoren, die wollen entsprechend angesteuert werden. Wenn man jetzt einen konventionellen Fahrträger aus dem RC-Modellbaubereich einsetzt, dann haben sie das Problem, dass die niemals den Strom und die Spannung liefern können. Zum Beispiel in dem Schaukampfroboter Schnauze, wie jetzt da steht, wenn ich einen 15 Lithium-Polymer-Akku, das heißt wir haben ca. 20 Volt und Anlaufströme sind im Bereich 40, 50 Ampere. Also das ist nichts, was man mit Modellbau-Hardware abdecken könnte.
Ja, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon auf meine Firma das High-Power-Motorschild entwickelt, was genau dafür ausgelegt war, meine höhere Ströme auch zu schalten. Und habe dann einfach mit Arduino meinen eigenen elektronischen Fahrträger gebastelt. Und elektronischer Fahrträger, ganz wie ein Modellbauregler, der nimmt die Signale des Fernsteuerungsempfängers und in der Software werden die dann auf Signale für, den Motor, also für das Motorschild umgesetzt und dann den Motoren entsprechend angesteuert. Und man sieht auf der Grafik den Fahrträger von Schnauz in der ersten Generation. Man sieht zwei LX Robotics High Power Motorshields, noch die Prototypen, die ich selbst mit der Hand gelötet habe. Darunter verstecken sich Arduinos, die sieht man da nicht. Und dann jede Menge dicke Kabel, die zu den Motoren und zur Stromversorgung führen. Das Ganze hat natürlich auch gewisse Probleme gehabt, das Konzept. Ich meine, beim ersten Event, beim ersten Dragon Roboter Event in dem Schnauz, in dem ich jemals gefahren bin, hat das gehalten. Aber das Ganze ist halt leider relativ groß. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon eine Gelegenheit hatten, in Schnauzer hineinzusehen, aber er ist ja relativ kompakt. Es ist sehr wenig Platz drin für die Elektronik und ich konnte es mir nicht leisten, so viel Platz zu verschenken. Bei Steroid haben wir gedacht, machst du es besser, baust du eine eigene Platine auf Arduino-Basis, wo dann gleich Leistungstreiber für beide Motoren drauf sind. Damit spare ich Platz und vermeide Kabelbruch, was auch ein relativ großes Thema bei dem anderen Platine war. Ja, habe mich dann leider wenig verrechnet, keine Anekdote am Rande. Und zwar habe ich die Leiterbanddicke zu klein ausgelegt und wie ich den ersten Test mit den Motoren gemacht habe, hat der Fahrträger weiße Rauchzeichen von sich gegeben. Und eine Analyse des Problems hat dann ergeben, dass sich die Leiterbahn der positiven Versorgungsleitung, obwohl ich sie nachverzinnt hatte, um den Querschnitt zu erhöhen, ist einfach verdampft. Jetzt einen Eindruck halten, es waren bei diesem Test in Steroid waren vier der Motoren verbaut, die jetzt in Schnauzer verbaut sind. Da sind im Moment jetzt zwei Motoren von der Klasse Steroids verbaut. Und ich würde mal kurz nach hinten fahren und dann können Sie einen Eindruck gewinnen, wie viel Leistung eigentlich dahinter steckt. Ich hoffe, ich fahre kein Nieder, bitte die Füße am Rand ein wenig reinzeigen, weil die Steuerung ist nicht so genau. Ja, ich lasse mich so stehen. Es ist auf jeden Fall, es treten da nicht zu unterschätzende Kräfte und Ströme auf. Das ist eigentlich eine schöne Herausforderung für jeden Elektronik- und Embedded Engineer. So, nach diesen eher exotischen Projekten mal wieder zu etwas Roboterähnlicherem. Und zwar mein Masterarbeitsprojekt Beauty Queen. Und das Ziel für meine Masterarbeit, die habe ich 2012, 2013 gemacht, das Ziel war, einen konventionellen RC-Automodellbausatz umzubauen in ein Fahrzeug für Simultaneous Localization and Mapping. Ja, das Fahrzeug ist dann da zu sehen, das ist ein Automobilsatz von der Firma Tamiya. Da kam vorne ein Microsoft Kinect drauf, oben eine Inertial Measurement Unit und hinten bei den Hinterrädern zwei Reifenumdrehungssensoren, um Odometriedaten zu liefern. Als Aktoren, da hatte ich die ganz normalen Modellbaukomponenten, da gab es einen Getriebeservo, weil das Fahrzeug hat insgesamt drei Gänge gehabt, einen Lenkservo und einen Electronic Speed Controller, einen konventionellen Modellbauregler diesmal, weil da doch nicht so große Ströme wie im Schaumfahrmotorbereich auftreten. Ja, und natürlich stand ich relativ schnell vor dem Problem, dass ich die Sensordaten einfach, ich meine, das ist völlig klar, mit einer Arduino nicht verarbeiten kann. Und zwar ist es natürlich dann, wenn man einen Kinect hat und die ganzen Daten fusionieren muss, um eine Karte zu bauen mit SLAM, da braucht man natürlich Leistung und das kann ein Mikrocontroller niemals abdecken. Das Problem vom PC allerdings ist wiederum, dass dieser nicht effizient mit den Sensoren und Aktoren agieren kann. Ja, der PC, der hat keine PWM-Schnittstelle in den meisten aller Fällen und er kann keine analogen Spannungen einlesen. Ich habe mir dann das Ziel gesetzt, ein Arduino-IO-System zu entwickeln, welches zwischen dem Sensor und Aktoren einerseits und dem PC andererseits vermittelt. Und nachdem das Ganze doch relativ viel Arbeit ist, habe ich die Motivation, das zu tun, dann noch einmal genauer hinterfragt. Sie werden mir alle sicher recht geben, die Entwicklung von autonomen Systemen und generell von Systemen, die mit der Welt interagieren, die erfordern einfach einen enormen Zeitaufwand. Und zwar muss ich Hardware entwickeln, ich muss Software entwickeln, ich muss Firmware entwickeln und natürlich testen auch. Ich brauche Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle zwischen den zahlreichen Subsystemen. Die muss ich wieder implementieren, definieren zuerst, definieren, implementieren, testen. Der Aufwand, der wächst exponentiell. Aus meinen langen Jahren der Roboterbastlerei habe ich schon gewusst, es gibt ganz ähnliche Schnittstellen bei den zahlreichen Sensoren, die man so kaufen kann. Also Infrarot-Distanzsensoren oder Temperatursensoren oder Lichtsensoren, die haben alle einen analogen Eingang.
Es gibt dann Ultraschalldistanzsensoren, Gyroskope, Beschleunigungssensoren, die werden über I²C angesteuert. Und dann haben wir noch Gleichstromgetriebemotoren oder Servomotoren, die werden ganz typisch über Pulsweitenmodulation kontrolliert. Und ich habe mir dann, das war eigentlich das ursprüngliche Ziel der Masterarbeit, das Ziel gesetzt, eben ein I.O.-System zu entwickeln, welches die meistverwendeten I.O.-Funktionen in einem wiederverwendbaren Modul integriert und dadurch die Zeit für die Entwicklung eines solchen Systems benötigt wird, erheblich zu reduzieren. Wie habe ich das Ganze umgesetzt? Ja, das Arduino-IO-System bestand im Wesentlichen ganz ähnlich wie die Arduino-Plattform selbst aus Hard- und Softwarekomponenten. Die Hardware war ein Arduino-Uno-Board und die Software war wiederum zweigeteilt. Es gab eine Firmware für das Arduino-Uno-Board, eine selbstentwickelte, und eine C++-Library libarduino.io. Die C++-Library, die wird gegen das eigene Projekt gelinkt und die ermöglicht dann die Ansteuerung, die High-Level-Ansteuerung von Mikrocontroller-IO-Funktionen aus einem C++-Programm heraus von dem PC. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Codeauszug, die Funktion Create GPIO Output Pin initialisiert einen der Arduino Pins als digitalen Output und dann kann über Set Pin Value und Get Pin Value auf diesen Pin zugegriffen werden. Was im Hintergrund passiert, bei jedem Funktionsaufruf wird ein entsprechend binär codiertes Telegramm erzeugt. Dieses wird über die via USB emulierte serielle Schnittstelle an das Arduino versandt, dort ausgepackt und dann die entsprechend angeforderte IO-Funktion durchgeführt. Das Arduino schickt auch eine Rückmeldung wieder zurück und dann gibt die Funktion einen entsprechenden Rückgabewert aus. Ein Problem, bei dem ich dann sehr schnell gestanden bin, wie kann ich sicherstellen, dass sich ein IO-Pin-Projekt verhält? Und zwar in der Bedeutung, wie kann ich garantieren, dass ich keinen Murks programmiert habe? Normalerweise hätte ich dann eigentlich eine externe Testbeschaltung benötigt, um irgendwie zu überprüfen, ob die richtigen Ausgänge gesetzt werden. Ich war aber zu faul, das zu tun, und habe mir noch was Besseres überlegt. Und zwar kann man nämlich einige Pins als Eingänge, andere als Ausgänge definieren, das Ganze auf intelligente Art und Weise verbinden und spart sich externe Testbeschaltung im Wesentlichen. Oder braucht man sehr einfache Testbeschaltung. Hinter dem etwas abstrakten Geschwurbel versteckt sich ein ganz leichtes Konzept und das möchte ich da am Beispiel der Verifikation der analogen Eingänge schildern. Ich habe da die digitalen Ausgänge benutzt, um über einen sehr simplen Digital-Analog-Konverter, nämlich ein R2R-Widerstandsnetzwerk, analoge Spannungen zu erzeugen. Die analogen Eingänge messen dann diese analogen Spannungen, die vom Widerstandsnetzwerk erzeugt werden, und das Test-Framework vergleicht die gemessene Spannung mit der vorgegebenen Spannung. Da ich beim Arduino 12 digitale Ausgänge und 6 analoge Eingänge zur Verfügung hatte, war es mir möglich, 6 R2R-Widerstandsnetzwerke mit jeweils 2-Bit-Auflösung aufzubauen. Das heißt, ich konnte da über die PC-Software 4 verschiedene Spannungen vorgeben und dann schauen, ob innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs diese Spannung vom ADC auch entsprechend rückgelesen wird. Und man sieht da, ein Testaufbau der Prototypenplatine, 6 R2-Widerstandsnetzwerke mit jeweils 2 Bit, also ein schöner Kabelsalat. Eine ganz kritische Frage bei dem Arduino-IO-System ist nicht die Frage nach dem Timing. Und der kritische Fakt ist dann die Command Execution Time, CED. Wie genau, also diese beantwortet die Frage, wie lange ein IO-Befehl dauert. Ich habe dann verschiedene IO-Befehle gemessen und die durchschnittliche Command Execution Time beträgt irgendwo im Bereich 5 Millisekunden. Das Ganze ist natürlich zeitlich, also das ist veränderlichen Faktoren unterworfen. Das Betriebssystem ist ein Echtzeitbetriebssystem, das heißt, wir haben auch immer noch die Latency des Schedulers dabei, aber 5 Millisekunden ist ein relativ brauchbarer Wert. Die Schlussfolgerung daraus, das Arduino-IO-System kann eigentlich nur für Applikationen eingesetzt werden, wo die Dynamik des Systems erheblich langsamer ist als die Summe der für die Beobachtung benötigten IO-Befehle. Ja, damit kann es im Wesentlichen nur für einen eingeschränkten Bereich von Applikationen verwendet werden, nämlich um Status-LEDs anzusteuern, Batterie-Schriespannung zu überwachen und ähnlich gelagerte Aufgaben. Wie habe ich dann das Arduino-IO-System in meinem Roboter Beauty Queen eingesetzt? Gesteuert hat es den Electronic Speed Controller, den Lenker und den Getriebeserver und noch ein paar Status-LEDs gegeben. Und natürlich habe ich auch noch die Batteriespannung überwacht. Die Einschränkungen, ich habe es vorher schon erwähnt, das Arduino-IO-System ist für Echtzeitanwendungen nicht oder eben nur eingeschränkt einsetzbar, weiche Echtzeit, für harte Echtzeit sicher nicht. Und ich habe natürlich noch Funktionen in meinem Roboter gehabt, die allerdings ein wenig zeitkritisch waren. Und zwar gab es da die Encoder-Werte der Reifensensoren und die Daten der Inertial Measurement Unit.
Und da habe ich dann doch wieder trotz meines schönen Arduino-Systems eine eigene kleine Firmware schreiben müssen, die diese Daten abgreift und über ein eigens entwickeltes Protokoll an den PC versendet. Ja, nach Abschluss meiner Arbeiten habe ich beschlossen, die Welt muss davon erfahren und ich habe es unter die BSD3-Lizenz gestellt und es ist auf dem Elix Robotics GitHub-Repository verfügbar. Also sollte jemand von Ihnen vor einem ähnlich gelagerten Problem stehen und Sie wegen Entwicklungszeit einsparen wollen, er ist herzlich eingeladen, das System zu verwenden. Und wenn man einen Fehler findet, würde ich mich natürlich über eine Rückmeldung freuen. BSD3-Lizenz übrigens bedeutet, solange Sie mein Copyright drinnen lassen, können Sie mit dem Code machen, was Sie wollen, also auch in kommerziellen Applikationen einsetzen, ohne dass irgendwelche Lizenzzahlungen an mich fällig werden. Ja, dann kommen wir schon zum letzten der von mir gebauten Roboter, und zwar ist es der Hexapod Lex. Lex ist zum einen sehr trivial eine Anspielung auf das englische Wort für Beine, nämlich Lex, und zum anderen heißt es Elix Robotics Hexapod als Akronym. Und ja, als Ziel habe ich gesetzt, das zum Bauen einfach weil Spaß macht. Ich wollte das schon länger durchziehen, habe nie die Gelegenheit gehabt und jetzt bin ich da ein bisschen dran. Die Herausforderung dabei ist, halt 18 RC-Servos für die Beine und noch 2 RC-Servos für den Kopf entsprechend korrekt anzusteuern. Und zwar ja, RC-Servos, die werden dann mit einem Pulsweitenmodulationssignal angesteuert. Und mein erster Ansatz war, ich nehme ein Servoschild, das ich für meine Firma ohnehin entwickelt hatte, und das Servoschild, das kommuniziert über IV3C mit dem Arduino. Und dann dachte ich mir, ich nehme ein Arduino-IO-System und kommuniziere dann direkt von dem PC mit dem Servoschild. Das Problem dabei war nur, die Command-Execution-Time ist erheblich größer als die Dynamik des Systems. Es dauert ein IV3C-Zugriff für ein Byte im Bereich von 5 Millisekunden. Die Servo-Update-Rate liegt bei 50 Hertz oder 20 Millisekunden. Und dann wird klar, wenn ich 20 Servos zeitgerecht updaten möchte, dann wird es ein wenig schwierig innerhalb der verfügbaren Command-Execution-Time. Die Konsequenz daraus hätte nun sein können, dass ich eine eigene Firmware und ein eigenes Protokoll und eine eigene PC-Software alles wieder neu entwickle. Oder ich habe mich umgesehen, was noch eingesetzt werden könnte und habe dann im Robot Operating System etwas gefunden, das für mich interessant ist. Über das Robot Operating System selbst könnte man stundenlange Vorträge halten. Ich werde jetzt noch kurz ein wenig die Basics vorstellen, möchte aber zuerst fragen, wer hat schon damit Kontakt gehabt? Okay. Für den Rest ganz neu, noch nie gehört oder optimal. Also ich habe schon persönlich erwartet, dass dann alle Hände nach oben gehen und dann wäre ich schwer enttäuscht gewesen, weil dann hätte ich 5 Folien nach vorne springen müssen. Was ist ROS? Ja, die Definition, die ist lang. Ich werde es kurz vorlesen. The Robot Operating System is a flexible framework for writing robot software. It is a collection of tools, libraries and conventions that aim to simplify the task of creating complex and robust robot behavior across a wide variety of robotic platforms. Also ROS ist kein Betriebssystem im eigentlichen Sinne, sondern ein Framework. Und zwar konkret, ROS läuft auf Ubuntu und bietet eine Fülle von Funktionen und hat quasi eine Microservice-Architektur. Und diese Grundfunktionen von ROS, die möchten wir uns jetzt kurz, möchte ich jetzt kurz vorstellen. Die kleinste Einheit in ROS, das ist ein sogenannter Node. Und das Node wird ganz einfach ein Prozess bezeichnet, der Berechnungen ausführt. Eine typische Robotik-Applikation besteht dabei aus mehreren Nodes. Woher kommt die Bezeichnung Nodes? Die stammt von der grafischen Abbildung aller laufenden Prozesse und die Kommunikation unter den Prozessen als gerichteter Graph. Auf der Grafik hier sieht man so eine Demo-ROS-Applikation. Da gibt es den Node TeleopTurtle, dann gibt es den Node TurtleSim und den Node OrosOut. Und man sieht da Pfeile und die zeigen an, wie Nachrichten von einem Node zum anderen fließen. Diese Nachrichten, die werden als ROS-Messages bezeichnet und die dienen eben zur Kommunikation zwischen den Nodes. Eine Message ist ganz ähnlich wie eine C-Struktur, einfach ein Container, welcher typisierte Werte enthält. Ja. Es gibt verschiedene vordefinierte Messages. Zum Beispiel gibt es im Geometry Messages Ordner gibt es eine Point Message. Und diese Point Message definiert einfach einen Punkt im freien Raum mit den drei kartesischen Koordinaten x, y und z. Und der Datentyp dieser Punkte, der ist Float 64, also ein Double. Das nächste ROS-Konzept, über das ich sprechen möchte, das sind Topics. Unter Topics besteht man einen mit einem eindeutigen Namen versehenen Datenbus,
über den Messages zwischen Nodes ausgetauscht werden. Die Erzeuger und der Verbrauch der Daten ist dabei voneinander entkoppelt. Man spricht von einem sogenannten Producer-Consumer-Pattern in der Softwareentwicklung. Es gibt Datenquellen oder Source-Nodes, diese veröffentlichen oder publish Messages zu einem Topic, und dann gibt es Datensenken oder Sync-Nodes, welche Daten, also Messages von einem Topic abonnieren oder subscribe. Und damit können Topics können verwendet werden, um unidirektionale Kommunikation anzubieten, und damit können sie eine 1:1 oder eine 1:N-Verbindung abbilden. Eine denkbare Applikation zum Beispiel wäre eine Inertial Measurement Unit, welche die Orientierung des Roboters im Raum berechnet und diese Orientierung dann als Topic im ROS-System veröffentlicht. Und dann können sich einer oder auch fünf andere Nodes auf das Topic draufhängen und die Daten dann entsprechend empfangen und dann selbst zu irgendwas verwursten. Ein wenig das Gegenstück zu ROS-Topics sind ROS-Services. Bei Services, das bezeichnet eine bidirektionale Kommunikation zwischen zwei Nodes, welche aus einem Service Request und einer Service Response bestehen. Ich habe ein kleines Beispiel aufgeführt. Der Node 1 verlangt die Ausführung eines Services von Node 2, das ist der Request. Und in dem Beispiel verlangt der Node 1 die Ausführung des Services Addition. Und er gibt dem Node 2 auch die beiden Operanten bekannt, nämlich A und B, und die Werte 1 und 2. Und der Node 2, der führt den Service aus und retourniert das Ergebnis dann an den Node 1, in dem Fall halt 3. Die Funktionsweise von ROS Services ist damit eigentlich im Prinzip ein Remote Procedure Call und die werden in ROS verwendet, um bidirektionale Kommunikation oder eine 1:1-Verbindung abzubilden. Wenn man es ganz, ganz, ganz stark runterbricht und versimplifiziert, dann ist ROS nichts anderes als ein Framework, welches einen strukturierten Ansatz für einfache Interprozesskommunikation bietet. Bei ROS sind einfach diese ganzen Themen der Serialisierung und der Deserialisierung der Nachrichten und der Austausch von Nachrichten zwischen Prozessen über Pipes, Sockets, sei es was auch immer, ist einfach abstrahiert. Man greift auf die ROS-Library zu und es wird alles für einen erledigt. Ja, und was es bei ROS noch gibt, ROS-Software, die wird über Packages organisiert, ganz ähnlich wie in Linux das generell üblich ist. Und so ein Package, das kann Nodes, Daten, Konfigurationsdateien, Bibliotheken etc. enthalten. Und nachdem ROS unter der BSD3-Lizenz steht und relativ brauchbare Kommunikationsmöglichkeiten bietet, haben sich viele Forscher weltweit auf ROS gestützt und veröffentlichen selbst eigentliche Drittpakete, welche für die Robotik-Community interessant sein könnten. Und ein Paket ist dabei für Lex besonders interessant, und zwar ist es das Paket ROS Serial. Und dieses Paket ermöglicht uns nämlich mit einem Arduino via Topics und Services zu kommunizieren, ohne dass wir das Protokoll definieren müssen, ohne dass wir die Nachrichtenverarbeitung irgendwo handeln müssen. Und das ist deswegen so toll, weil uns das folgende Architektur ermöglicht. Wir können im ROS-System, im Embedded Linux-System, können wir unter Ausnutzung aller vorhandenen Möglichkeiten können wir High-Level-Algorithmen implementieren. Wir können zum Beispiel diverse Kinematik und die Gate-Generation, es kann alles im ROS laufen. Und aus dem ROS-System heraus kommen dann nur noch Steuerbefehle für Servos, welche über eine ROS-Message an das Arduino versandt wird. Ich brauche da selbst überhaupt nichts implementieren, ich verwende nur die vordefinierten, also die bereits existenten Pakete von ROS dafür. Im Arduino gibt es auch eine ROS-Client-Library, diese packt die Message für mich aus und ich werte die dann mit einem kleinen Firmware-Sketch entsprechend aus und steuere damit dann die Shield-Library an. Ja, also der Shield-Library kommuniziert dann wieder IQ3C mit dem Servo-Shield und das erzeugt dann die PWM-Signale für die Hexabot-Beine. Und damit bin ich sehr stark entlastet von der üblichen Vorgehensweise, weil normalerweise, wenn ich irgendwas aus einem PC hinausbringen möchte auf einem Embedded-Board, muss ich immer Protokoll definieren, vielleicht auch noch eine Sicherungsschicht einführen und. Deswegen bei ROS alles abgenommen. Ja, nachdem das Ganze sehr einfach ist und gut funktioniert, haben wir es bei meinem Rettungsroboterprojekt sich in der FH-Betreuer auch eingesetzt. Und zwar haben wir da eine auf Arduino basierende Motorsteuerung und eine auf Arduino basierende Inertial Measurement Unit mittlerweile schon funktionierend auf GitHub veröffentlicht. Der ganze Quellcode wird auf mein Betreiben hin ebenfalls unter die BSD3-Lizenz gestellt. Das heißt, wenn Sie jemals vor der Herausforderung stehen, Sie brauchen ganz schnell irgendeinen Motorcontroller und ganz schnell eine Inertial Measurement Unit, dann können Sie auch bei uns vorbeischauen und vielleicht unser Code uns vernutzen. Ich hoffe es.
Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn wieder Kontributionen zurückfließen ans Projekt. Das ist allerdings keine Pflicht. Damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags und auch knapp am Ende der Zeit angelangt. Die Zusammenfassung wird keinen von Ihnen überraschen. Für kleine Projekte kann das Arduino ruhig und einfach die komplette Steuerung eines Roboters übernehmen. Man kann das Arduino aber auch verwenden, um wegen der offenen Lizenzen kann man einfach das Arduino als Vorlage für eigene Projekte dann einsetzen. Bei großen Projekten ist aber Arduino nicht etwa obsolet. Man kann es immer noch einsetzen, um einem übergeordneten Steuerungssystem den effizienten Zugriff auf Sensoren und Aktoren zu ermöglichen. Das ist vor allem für Rapid Prototyping-Lösungen interessant, wo ich nicht viel Zeit investieren möchte. Ich kaufe mein Arduino, ich kaufe mir ein Schild, das tut, was ich will, und dann schreibe ich eine minimale Software dazu und das Ganze läuft. Man muss aber sagen, dass für eine professionelle Lösung, die dann länger wohl laufen soll, jedenfalls eine eigene harte Software trotzdem noch entwickelt werden muss. Ja, damit bin ich am Ende angelangt und würde mich über ein paar Fragen freuen. Ja, danke für den Vortrag. Wo ist die Nutzengrenze zwischen einem Arduino und einem Raspberry Pi? Also wo zieht man die Grenze, in welchen Anwendungen? Die Grenze zwischen Arduino und Raspberry Pi: ein Arduino ist ein Mikroprozessor-Board, auf dem kein Betriebssystem in erster Linie läuft. Das heißt, sie sind wirklich total direkt unter der Hardware mit allen Vor- und Nachteilen. Sie können extrem effizient wirklich auf die IOs zugreifen, dafür haben sie keinen großartigen Support, den man vom Betriebssystem kennt. Bei Raspberry Pi ist genau umgekehrt. Sie können schon C++, die Standard Template Library, whatever einsetzen, aber direkt auf GPIOs zuzugreifen wird schwierig, denn sie brauchen dann schon einen Device-Treiber, der zwischen ihnen und den IOs liegt. Und natürlich gibt es dann noch das Problem des Schedulers, der auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Warum war jetzt bei den ersten Roboterprojekten, wo die Arduinos auch eingesetzt wurden, für jeden Motor ein eigener Arduino zuständig? Bei Evolution war das der Fall. Ja. Das war mindestens mit Evolution der Fall. Evolution hat zwei brushless Outrunner-Motoren als Antriebe gehabt. Die sind vergleichsweise schwierig anzusteuern als normale Gleichstrommotoren. Und zwar musste ein rotierendes Drehfeld erzeugt werden. Das heißt, der Arduino ist gleichzeitig der Motortreiber? Bitte? Der Arduino war gleichzeitig der Motortreiber? Ja, genau. Oh, okay. Also die Kommutierung, die Regelung der Kommutierung wurde im Arduino gerechnet. Okay. Das heißt, ein Arduino hat den linken Motor geregelt, einen anderen rechten und dann eines die beiden koordiniert. Da wollte ich nochmal fragen, wo ist eigentlich die Leistungsgrenze beim Arduino? Also mich hat es ein bisschen überrascht, wo die Zeiten lagen, in welchem Limit bereits, also die Command Execution Time, ja. Service anzusteuern, genau. Wo liegt da das Limit? Also wie viel kann man auf einem Arduino rechnen, ab wann braucht man ein anderes System? Man soll sich von der Command Execution Time nicht auf die Leistungsfähigkeit des Arduinos rückschließen. Warum? Man muss sich vorstellen, die libArduino.io, die läuft in einem Betriebssystem. Das bedeutet, dass wenn die Funktion aufgerufen wird, es muss immer der Prozess drankommen, dann reicht der die serielle Nachricht ans Betriebssystem weiter, dann muss das Betriebssystem dann das über den Serientreiber nach unten durchreichen, bis es irgendwo im USB hinausgeschiftet wird und wieder zurückkommt. Der USB schickt ja auch Pakete aggregieren. Das heißt, die 5 Millisekunden sind eher den Problemen geschuldet, dass der Haufen Zeit vergeht beim Durchreichen durch alle Betriebssystemschichten im Linux selbst. Beim Arduino Leistungsgrenze kommt auf die Anwendung drauf an. Ja. Wenn man jetzt eine ganz simple Brushless-Steuerung zum Beispiel mit Arduino geht noch. Wenn man eine komplexe Brushless-Steuerung machen möchte, Field-Oriented Control und ähnlich gelagerte Algorithmen, dann reicht Arduino nicht mehr aus, dann braucht man Full-Featured Digital Signalprozessor und DSP for Text Instruments zum Beispiel. Warum ist denn der Arduino eigentlich für größere Projekte da nicht geeignet? Was sind da die Langzeitprobleme? Naja, bedingt durch die, also erstens, ich kann eine beschränkte Anzahl von Hardware-Komponenten ansteuern und irgendwann wird es einfach zu viel für das System. Die Rechenzeit und dann die, vor allem Algorithmen, komplexe Algorithmen können nicht mehr Arduino laufen. Also man muss sich vorstellen, das ist ein Mic-Controller, wir haben vielleicht 4 Kilobyte Arbeitsspeicher. 4 Kilobyte, nicht 16 Gigabyte, was hier Standard ist heutzutage in den PCs. Die Roboter hier waren alle so bodenfahrende. Mhm. Wie sieht es aus mit Fliegende? Ja, man muss sich irgendwo Grenzen setzen, sage ich mal. Auch meine Zeit ist endlich, leider ähnlich, als ich mir wünsche. Klasse Vortrag. Danke. Es gibt
ja seit einer Weile diese Tinkerforge-Bausteine. Ja, glaube ich, kenne ich, ja. Genau. Und die haben mich eigentlich an das zweite Konzept, wo ich die Signale vom PC eigentlich steuere, das ist im Prinzip das, was Tinkerforge macht. Da wollte ich einfach nur wissen, was es Erfahrungen gibt oder was da der Vor- und Nachteil eventuell sein kann. Wenn die Frage lautet, ob Tinkerforge eine ROS-Anbindung hat, dann weiß ich es nicht. Ja. Die Vor- und Nachteile kann ich schwer sagen. Also dazu kenne ich das System so wenig. Meines Wissens noch, die ROS-Serial-Klasse kann man sich in Quellcode auf GitHub anschauen und es gibt eigentlich nur eine Arduino-Anbindung. Nur, Anführungszeichen. Tinkerforge wäre mir nicht aufgefallen, auf jeden Fall. Okay, ja, dann wollen wir Herrn Entinger für seinen Beitrag danken, wenn keine weiteren Fragen sind.